Ja, ich dachte, das wäre auch ein, der sitzt im Knast. Ich habe nicht gesehen, dass hier so ein NPC steht. Das traut sich auch was, ey. Wenn ihr jetzt die Waffen weg habt, dann könnt ihr auch gleich Rimsity spawnen, oder? Ich weiß nicht, ob wir das spawnen können oder ob wir irgendwo einfach nur random. Ich hab ja die Lizenz nicht. Ich glaube, du kannst nur mit Lizenz das spawnen, oder? Nö. Stimmt die Lizenz? Oder? Ich glaube nicht, du kannst trotzdem das spawnen normalerweise. Werden die Lizenzen random weggenommen oder sind die... Nee, Auto wurde wahrscheinlich weggenommen, das ist so wahrscheinlich, wenn du verhaftet dieses Auto. Also es ist so, zum Beispiel die Firearm, die wird dir genommen, wenn du jemanden erschießt. Okay. Auto wird dir, glaube ich, weggenommen, wenn du ein Auto klaust, oder wie war das? Auto wird dir weggenommen, wenn du wen überfährst. Oder genau, wenn du wen überfährst. Gott, was für ein Tag, ey. Aber richtig geil war diese Sache mit diesem Polizeiauto, was quer auf die Straße stand. Ja. Zweimal hat das funktioniert. Vor allem so creepy, ey. Ja, auf einmal steht ein Bullen. Auf einmal steht er da. Und dann fährt er weg und fährt wieder zurück und dann steht er woanders. Ich glaube, wenn Dragon alleine gewesen wäre, dann hätte er uns geholfen, mehr oder weniger. Ah, Dragon. Der Sack. Hätte doch einmal, das ist irgendwie... Ja, wie spannend, der Spasti. Nee, nicht, das war nicht Dragon, das war irgendein anderer. Also es war der dich erschossen hat, der dich Spacken genannt. Weil er hat halt gesagt, wo ist der Spacken? Na, es ist schade, ne? Zwei Leute wären es noch gewesen, dann hätte ich alle weggemäht, aber... Ja, der hat auch... Das Blöde war ja, ich wusste nicht, wo der Zweite war. Und dann habe ich ihn gesehen, aber nur weil er ohne was zu sagen auf mich geschossen hat. Also hätte ich das andere Visier dabei gehabt, ne, dass ich ja auf in dem Sinne Sniper umstellen hätte können, hätte ich die beide schon auf der Brücke bekommen, aber so, das war irgendwie. Ja, ja. Nee, der hatte sein Dings dabei gehabt. Er hat doch eben Gottmodus. Ja, eben, ich hatte so einen Laden schon gehabt. Er hat die Tür aufgemacht und ich baller direkt auf ihn und dachte, ja, der ist tot, also mit Kugeln und dann der Taser, habe ich dann vom Blocker reingedacht. Ja, bei mir halt auch, er kam halt rein, ich hab, also ein ganzes Magazin, ich hab viel daneben geschossen, klar. Aber ich habe ihn halt auch auf jeden Fall getroffen. Und 5,56mm ist jetzt nicht gerade schwach. Also ich meine, klar, es ist das Schwächste von denen, die man kaufen kann, also auch abgesehen von Handfeuerwaffe, aber ansonsten dachte ich halt, der kippt auf jeden Fall um. Aber ich hab trotzdem weiter geschossen. Ich bin gleich weg, 4 Sekunden noch, da du, wir sind uns draußen, in der 30 Freiheit. Sekunden. Ich bin frei. Ja, ich bin... Ach, ich bin hier von Polizei. Nee, bin ich ein Kavala? Warte mal. Ich bin ein Kavala. Ja, und jetzt bist du mit Rebellenklamotten angehalten. Was soll das hier? Ach, sag, du kommst gerade vom Karneval. Ich komme gerade aus dem Knast, ey. Ich muss erstmal rauslaufen. Erstmal Leute überfallen gehen, ey. Droht einfach nur, obwohl ohne Waffen. Ja. Ich glaube dich auch. Nein, ich muss nicht. Ich bin auch draußen. Hi, da. Hey, ja, wir haben mich gesehen, mein Freund. Was ist denn? Ich hab nichts mehr. Wollen wir uns außen einloggen? Mein Heli ist weg. Meine Waffe ist weg. Ich hab alles verloren. Wollen wir? Aber wenn du in Kavala bist, könntest du doch mal gucken, wo dein Heli steht. Ja, das stimmt. Genau. Warte, der müsste. Markier's mal eben. Wie weit müssen wir dafür laufen? Ich habe auch ein Auto sonst. Ich kann zur Garage und dann kommen wir zum 900 Meter, ja. Ja, okay, 900 Meter können wir auch zu Fuß gehen. Was? Ich bin gerade aus dem Knast gekommen. Was war das für ein harter Tag, ey? Da hast du noch genug gestanden. Ja, echt. Jetzt mit Polizei, den Bällen musst du rumrufen. Fuck the police. Hier ist ein Quad und der Motor ist an. Autodiebstahl, yeah. Kaum aus dem Knast geht schon wieder weiter, ne? So soll das sein. Geil, du spawnst direkt, bevor hier steht. Einer. Oder fragt man die Polizei, ob wir dich zu einem Heli fahren können? Könnt ihr mich zu meinem Rebellen-Heli fahren? Dann kommt ein Auto. Kapisane wurde getötet. Schönen guten Tag. Toll, der nimmt uns mal voll, weil wir keine Waffen haben. Wir müssen einen, der uns immer hinfährt, so locker. Oder der uns das Quad light, so was. Ja, light. Also hier, wir müssen 900 Meter in diese Richtung. Das ist ja egal. Also beim Apple-Feld nehmen wir. Warte. Also neben dem Truckshop, ja. Ja. Es waren noch Zeiten.
Weiß ich, was ich machen soll. Ich laufe jetzt einfach ein bisschen blöd durch die Gegend rum. Wir müssen Geld machen. Ja. Wir müssen eigentlich erstmal. Theoretisch müssten wir vielleicht Pause machen und erstmal Kohle verdienen. Ja. Ich soll jetzt Pause machen beim Kokainfahren, oder wie? Ja, das ist aber wichtig. Wir müssen noch aufnehmen. Danusch und ich haben eigentlich auch noch was zum Aufnehmen. Wir kommen jetzt gerade wieder. Also, wir können ja gleich so einen Scrapsen abholen, mit, wenn wir einen Heli haben. Ja, als ob der da noch steht. Natürlich stehe ich hier noch. Der Heli nicht. Als ob der da noch steht, wo soll ich denn sonst eigentlich laufen? Natürlich bin ich hier noch den ganzen Tag. Aber es war für dich günstiger als für uns. Ja eben, ich habe alles verliert. Ja. Ganze Geld von der Bank. Wie viel hast du noch da, Dosch? 170.000 knapp. Ich habe 141. Ich habe 3.000. Ich hatte 500.000, als wir die letzte Aufnahme begonnen haben. Also, und am Anfang war ich wäre sogar noch billig weggekommen, wenn wir hätten nicht versucht, Dadosch zu retten. Bis dahin lief ja noch alles ganz okay. Ich kann übrigens nicht mehr sprinten. Da wäre ich sogar noch richtig weggekommen. Da waren ja die Handschellen lose, der Anfänger. Da steht ein Truck. Guck mal, der ist noch an. Wir könnten uns Lockpicks besorgen einfach. Ich habe noch Lockpicks. Echt? Ja, die haben mir nichts abgenommen. 6 oder so. Nice, lass mal ein Lockpick. Der Truck ist doch eh an. Ein Hemmet, da gibt's doch wieder Geld. Boah, ich hab nur leider keine Waffe. Vielleicht ist der ja auch einfach an. Stimmt, der ist an. Nee, aber an, aber zu. Ja, dann Lockpick mal. Wie, einfach Lockpick nutzen? Ja, ja. Das dauert halt, aber du kannst halt... ich hab News gemacht, was passiert dann? Nix. Ja, dann doch, das kommt, da kommt eine Anzeige. Stell dich mal ein bisschen woanders hin. Stell dich mal hier in die Mitte des Hemmets. Hier, in die Mitte. Hier, genau. Ich bin mal ganz kurz AFK, ich muss jetzt hinpinkeln. Z-Lock-Pinkeln. Viel Spaß. Okay, wir lockpicken. Okay. Vielleicht klappt's. Kann ich das Menü schließen, das Z-Menü? Ich glaube ja. Mach einfach mal. Kannst du ja. Okay, komm, beim ersten Mal muss das klappen. Machst du den Repair-Kit? Und anscheinend hat er den ja vor den Zaun gesetzt. Ich glaube mein... Ansonsten setzen wir uns einfach rein in den Helmet, weil der muss ja erst reparieren. Er denkt, der ist kaputt. Dann repariert der den und dann hauen wir ab. Komm schon. Hier kommt einer. Da kommt ein Heli, ja. The Lockpick broke. Warte, von dem zweiten. Also wir haben echt... für Traps Helmet haben wir 4 gebraucht. Komm schon. Ja, das hängt aber auch, glaube ich, immer allgemein nur mit Glück zusammen, ne? Ja, ich denke. Dann fahren wir zum Chop-Chop, oder? Wenn ein Bulle kommt und anhält, dann sagen wir, der Motor lief noch und wir wollten dann nur einbrechen und den Motor ausmachen. Nein, du hast den Schlüssel dann. Also, achso. Ich krieg die Schlüssel? Ja, aber du bist dann nur nicht der Besitzer. Doch, du stehst als Besitzer... Ja. Nee, Moment, da stehst du nicht mit drin. Er steht auch auf der Fahndungsliste. Lockpick broke. Du stehst übrigens jetzt schon auf der Fahndungsliste. Ja, ich versuch das ja wegen Umweltschutz. Der Motor läuft noch. Ist ja komplett legitim. Ja, ich will den Motor doch noch ausmachen. Ich kenn mich da aus. Inventar ist leer. Komm schon, der blöde Hammond muss dort aufgehen. Oh, Alter, wenn er jetzt kaputt ist und hier kommt jemand vorbei, dann fragen wir ihn, ob er ihn reparieren kann, weil wir ihn vor die Sand hier einfach das Ding kaputt gemacht haben, kein Repair-Kit haben. Der wird auf jeden Fall wiederkommen, der Besitzer des Hammonds. Von daher... Lockpick Grove. 2 habe ich noch. Oh Gott. Kommt da jemand? Nee, ich sehe keinen. Ja! Jawohl! Wir haben ihn! Wer hat er gehüpft? Weiß ich nicht. Bin drin. Ich bin auch drin. Okay, dann fahren wir jetzt. Er ist sogar voll! Also der fährt auch noch, der ist nicht mal kaputt! Nice. Habt ihr jetzt einen Hammett oder wie? Wir haben einen Hammett geklaut. Ihr wisst schon, was ihr dafür bekommt, ne? Chop ist. Shit, wo ist der? Warte, erstmal fahre ich auf rechts unten auf der Map. Rechts unten. Also Mitte unten quasi. Ihr wisst schon, ne? Links vom Meer. So, warte, also. Unterhalb der Federal auf der rechten Seite, ne? Ach da, es gibt auch noch oben links einen. Ja, aber zu dem würde ich nie wieder fahren, weil da kommst du nicht weg. Da bin ich das letzte Mal gelaufen wie ein Blöder. Ja, 6 Kilometer hier lang. Wir haben einen Hammett. 8 Kilometer in den Norden. Also willst du jetzt in den Norden? Nee, ich fahr den. 6 Kilometer hier lang. 6 Kilometer entfernt ist auch noch einer? Ja, den sieht man immer so schlecht. Unterm Kokain-Processing. Achso. Also ich bin jetzt auch gerade, fahr jetzt gleich beim Processor rein. Jawohl, ein Hammett. Und ich hoffe, da ist keiner.
Wo siehst du da einen Chop-Chop? Ach, da, du siehst ich ihn, ja, ja, alles klar, ne, bei meinem. Über mir fliegt ein Heli. Ich hoffe, das war kein Cop-Heli. Oh Gott. Hast du, warte mal, was hast du denn jetzt alles geschafft? Also hast du schon was gesammelt? Doch, das ist ein Cop-Heli. Oh nein. Ich sehe uns auf der Karte leider nicht dadurch. Ich weiß nicht, wo diese Straße hier hinführt. Fahr über den Wald und Wiesen. Pass nur auf, dass du keinen Stein kriegst. Ich markiere mal die nächste richtige Kreuzung. Das ist 1 Kilometer. Ja. Blaze, hast du Koka am Start? Der ganze Hemmet ist voll. Okay, hast du schon produziert? Nein! Ich wollte gerade. Ein Heli kann dich ja nicht angreifen. Fahr, wenn, was das Zeug ist. Verfolgt dich der Heli? Ja! Okay, dann fahr. Wir. Was denn? Wir müssen uns vor Blaze setzen und halt die ganze Zeit hintereinander wegfahren. Dann irgendwann wissen die nicht mehr, welcher der richtige ist. Und dann teilen sie sich vielleicht auf den falschen auf. Auf den geklauten vielleicht? Wir haben den geklauten Hemmet, ja. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit verfolgt wird, keine Chance hast, weil du... Nee, der landet hier beim Pro Caesar. Oh. Ich weiß ja nicht, ob das ist ein Little Bird, ne? Ob der feindlich ist oder nicht. Also ob das ein Cop ist oder ob das auch nur Leute sind, die Pro Caesar wollen. Soll ich jetzt meinen Hemmet holen? Du bist ja direkt bei uns. Ja! Soll ich jetzt meinen Hemmet holen, Jungs? Ich weiß nicht, ja. Die Frage ist halt, was wir denn damit machen. Also was wollen wir denn noch machen? Erstmal muss Blaze das jetzt geregelt kriegen und wissen... Warte mal. Also der Heli verfolgt mich nicht mehr. Was? Hast du noch was in deinem Set im Inventar? Ja, Wasser. Also beziehungsweise hast du eine Waffe? Ich habe eine Waffe drauf, ja. Okay. Gut. Und du bist jetzt wo? Rebel City? Genau. Okay. Gut, das funktioniert dann schon mal nicht. Kann es denn sein, dass ein Hemmet immer viel Lockpicks braucht? Gar nichts mit ja, uns zu tun sein. Hat? Ach stimmt, das kann natürlich sein, ja. So festgelegt ist, auch von der Dauer her, weil es ist ja sozusagen die Dauer, die es braucht, ein Auto zu knacken. Ja. Ja, das kann natürlich sein, ja. Weil wir müssten... Ich würde den Hemmet lieber vorher verkaufen, bevor wir irgendwas... Natürlich verkaufen, weil du weißt ja nicht, wann der Serverabschluss kommt. Soll ich einen Jeep nehmen und euch gleich abholen? Ja, hol mal einen Jeep. Ja, das ist eine gute Idee, ja. Stimmt, wir kommen ja gar nicht mehr weg. Und dann können wir irgendwie versuchen, Blaze zu unterstützen, weil du hast eine Waffe. Nachdem wir beim ATM waren. Ach nee, du kriegst es so direkt auf dein Konto, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, ich bin ja so ein kaputter Jeep hier. Ich habe mir jetzt ein neues Rebellenfahrzeug gekauft. Ja. Der arme Dingensbesitzer. Hemmet-Besitzer. Naja, wenn er das Ding heil einfach da stehen lässt, also ich weiß ja nicht, was er gemacht hat, aber wenn er jetzt mal in der Hecke war und pissen gegangen ist, war er selber schuld. So, wo wart ihr jetzt? Auf dem Weg beim Kokain-Processing. Unterhalb davon ist ein Chop-Chop. Da muss ich den Kokain-Processor... Dann rechts davon. Ja, rechts unten. Ah, da, okay. Also unter Weed-Processor ist der eigentlich. Alter, wie die ist die Kette, gelbe Kette. Hab ich nicht. Ich auch nicht. Auch eine? Ich nicht. Mach mich jetzt nicht schwach, ne? Das ist nur meine Aufnahme. Oh. Hört ihr mich wieder? Ja. Ich höre dich. Hallo? Hallo. Hörst du uns? Ich glaube, mein Internet ist abgeschmiert. Ach doch, hörst du uns? Ich glaube, es wird raus sein, wir hören es nicht. Ja. Aha. So, 9,2 Kilometer. Ja, natürlich querfeldein. Was ist denn Hemmet los, wer? Ja, ich wollte jetzt nämlich nicht noch länger da rumstehen, weil ich habe die Aufnahme ja beendet. Ey, gerade jetzt werde ich rausgekickt, weil mein Internet aufgegangen ist. Ja, heute ist irgendwie seltsam. Der will einfach partout nicht sterben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der God-Mode anhatte. Oder? Spielen die das so? Ist das so einer? Nein, ja, du kennst den ja besser. Der ist ja auch noch neu gewesen, Dolly. Könnt ihr mich hören? Ja. So, das war anscheinend auch nur ein Spieler, der Kokain verarbeitet hat. Oh Gott, okay. Ich habe mir in die Hose gemacht. Ihr habt gehört, also mitgekriegt, ich bin komplett raus, ne? Ja, also ja. Auch raus. Okay.
Keine Ahnung, steig einfach so wieder ein. Also wie gesagt, ich war jetzt so lange ohne Aufnahme in Rebel City, das waren bestimmt jetzt 2 Tage, wo bei mir kein Altes kommt. Weil ich einfach nicht wusste, was ich machen sollte. Wir sollten, wenn Blaze das abgeliefert hat, wir den Hammett abgeliefert haben, jetzt erstmal schauen, was wir machen. Dass wir da irgendwie einen Cut machen. Bank überfallen, ja. Wir haben ja nichts zu verlieren. Wo soll ich spawnen? Kavala? Kannst du Rebel City spawnen? Ich will das nur wissen. Kann ich nicht. Ah, okay. Das Atira, heißt, soll ich Atira spawnen? Oder Pykros, Sophia? Pykros, das heißt, ne? Wir müssen da irgendwann wieder hinfahren. Also, wo soll ich spawnen? Wo bist du gerade, Krabs? 7,2 Kilometer vom Chop-Shop entfernt. Okay, bist du also gerade bei Atira oder bist du schon vorbei? Warte, ich muss kurz rechts ranfahren. Hier fahren nämlich noch andere Autos. Mhm. Das Licht ausmachen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht. Ich mach mal Punkt auf Atira. Atira! Atira ist 200 Meter von mir entfernt. Achso, gut, dann spawn ich in Atira, dann kannst du mich... Also irgendwie bekomme ich gerade kalte Hände. Okay, ich hab, gut, ich bin noch so weit am Leben. Wo bist du denn genau? Ich bin in so einem Fußballfeld hier. Ach, ich seh dich. Das bist du, glaube ich, ne? Mach mal Licht an. Jep, das bist du. Ah ja, da vorne, wenn's da ja. Ah, proceed doch schneller, das dauert. So, meine Aufnahme ist jetzt wieder an. Oh, der Weg ist aber auch echt schrecklich dahin. Das ist ja nicht mal eine richtige Straße. Wieso hast du keine Tür hier mehr? Willst du, dass ich rausfall? Nein, damit man dich besser erschießen kann. Das ist nett. Das ist standardmäßig, dass es hier wie ein Ausstattung. Ach, die Tür und die Scheibe haben den Bullen auch nichts gebracht, wenn die aus dem Auto geschossen haben. Also hier ist ein Heli in der Stadt. Wir fahren jetzt zum Chop-Chop, um Dalu abzuholen, ne? Korrekt. Und dann Blaze von... unterstützen. Oh nein, da sind ja 2 Helis. Die wollen doch bestimmt mein Hammett. Das ist doch bei Theresia, oder wie das heißt. Lass mich kurz gucken. Ja, genau. Ich glaube, die folgen meinem Hammett. 7 Kilometer. Macht nichts, solange du den verkaufen kannst und das Geld zur Bank bringen kannst. Ja. 7 Kilometer. Mach schneller. Auf Vollgas. Ja, 2 Helis verfolgen mich und fliegen hier echt tief. Ich habe eiskalte Hände. Weil das ist einer davon, der Besitzer. Leute, das ist mein Hammett. Ich habe die Schlüssel. Geht wieder weg. Oh Gott, die folgen mir wirklich. Haut ab. Du kannst auf jeden Fall, wenn da noch keiner ist, dann kannst du hinfahren und den verticken. Ja, ich brauche aber noch ein bisschen. Und wenn die jetzt den Hammett sehen und es ist ein Hammett vermisst und ich bin hier schön direkt... Sind das denn Bullen? Ich weiß es nicht. Ihr kennt die Helis so schlecht von Bullen, wenn die Licht anhaben und dann noch das andere leuchten. Ja, gerade bei Nacht ist es immer schwierig. Ich dachte auch gerade, das ist ein Kopfheli. Ja, auf jeden Fall suchen die mit Licht. Okay. Oh ja, Gott, jetzt nee, haut ab! Boah, ich muss noch 3 Mal pro Season. Mann. Ich bin clean. Und der Heli ist... Ich bin clean, ich komme gerade aus dem Knast. Oh, jetzt sind die Suchscheinwerfer auf mich drauf. Und ich habe weder eine Lizenz, das Ding zu fahren, noch habe ich eine Rebellenlizenz, um die Klamotten zu tragen. Leute, ich bin gerade aus dem Knast gekommen. Ich habe hier nichts gemacht. Das ist aber nicht ihr Fahrzeug. Ja, ich weiß, es sind ungünstige Umstände. Das ist ganz jetzt alles schwierig. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Was schwierig zu erklären jetzt also, gerade. Hören Sie mal, es fing an mit einem Donut, der auf die Straße gefallen. Ja. Ich wollte Dolly so schnell wie möglich den Donut haben wollte. Entschuldigung. Ich war selber mal Bulle und das ist alles cool. Okay, die beiden haben es immer noch auf mich abgesehen, aber vielleicht kann ich ihn verticken schnell. Ja. Sag aber, du bist undercover. Ich bin undercover, Bulle. Was wagen Sie es, sich mir hier aufzuhalten? Ja, genau. Für wen halten Wenn Sie das sich? Das wüsste ich, wo er fährt, Jungs. Weißt du, wo ist denn hier der Händler? Ich muss das ja aus dem Auto raus verticken, ne? Ja. Nee, musst du nicht. Du kannst auch aussteigen. Ja, ich bin ja auch bekloppt. Das geht ganz kann schnell. Nämlich sein, dass der in einem Gebäude drin ist. Nee, normalerweise, der da unten steht außerhalb. Okay. Kann nicht, Alter, ich kann ihn nicht verkaufen, während ich drinnen sitze. Bist du schon da? Ja. Oh, nice. Ich kann ihn nicht verkaufen, steht nicht da dabei. Ja, fahr näher ran, du musst näher ran. Näher ran. Uff. Der Hammett muss direkt ran. Hast du. Was? Was hast du? Warum hast du oh fuck gesagt? Ich habe gerade die Karte geguckt. Also oh fuck, weil ich. Es wird immer noch nicht angezeigt. Wir flogen und da kam eine Mauer. Ich kann ihn nicht verkaufen. Du bist ganz nah an dem. Ey, der Typ, weil du keine Rebellenlizenz hast, vermutlich. Aber ich habe noch eine. Ja, wenn ich da gleich ankomme, sind noch 3 Kilometer oder so. Ja, steig dann kannst du mir den Schlüssel geben, dann vertick ich den. Ja. Steig in den Hammett ein, auf jeden Fall schon mal. Also noch näher dran hätte ich den Hammett nicht fahren können. Der Ding hat ihn ja fast gerappt. Nimm ihn!
Du sollst den kaufen! Komm. Ja, es kann sein, dass es aber nicht, dass du keine Rebellenlizenz hast.